So, willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal Captain Drobniak. Und wie wir sehen, sind wir jetzt schon wieder auf ein paar Charts. Und ich will jetzt kein zweites Tutorial zu den Charts machen, aber ich wollte nochmal genauer auf die WoW-Vorbereitung, sag ich mal, ansprechen. Denn es ist wichtig, dass man alles beherrscht. Und auch alles charttechnisch, sage ich mal, beherrscht. Ihr wisst ja schon, wie man Charts abliest. Allerdings wollte ich mich nochmal genauer mit Holdings und mit Missed Approach Procedures ansprechen. Also, eine Holding. Wir schauen uns jetzt eine Holding an. Hier sieht man schon eine. Ich würde mich erstmal mit dem Wort Holding beschäftigen. Hold heißt ja halten. Und sowas macht man eigentlich auch im Flugzeug. Man hält jetzt, es ist ja klar, wenn jemand sagt, halte bitte mal hier im Auto, dann ist es klar, ihr sollt anhalten. Im Flugzeug kann man natürlich nicht stehen bleiben. Und wenn der Lotse euch dann sagt, hold over Nolgo, dann sollen wir über Nolgo halten. Aber wie machen wir das, wenn wir nicht stehen bleiben können? Natürlich, wir drehen einfach die ganze Zeit einen Kreis über Nolgo. Wir sehen ja hier den Punkt Nolgo, das ist ein Fixpunkt. Und in diesem Fall ist es jetzt ein Fix, aber es gibt auch andere. Hier ist zum Beispiel ein NDE. Und ich schaue mal gerade. Hier oben sollte irgendwo mal ein VOR sein. Hier sehen wir gerade keins, aber... Hier ist zum Beispiel ein VOR, da gibt es jetzt keine Holding, aber so sieht ein VOR aus. Jetzt würde ich euch gerne mal erklären, wie eine Holding denn genau funktioniert. Und zwar ist es wichtig, dass ihr die Gradzahlen kennt, indem ihr die Holding fliegt. Es gibt Flugzeuge, die eine Holding fliegen können. Das ist auch öfters der Fall. Allerdings gibt es auch Flugzeuge, die keine Holding fliegen können. Genauso wie die Embraer 195. Dieses Flugzeug ist in X-Plane nicht in der Lage, eine Holding zu fliegen. Deshalb müsst ihr diese Holding manuell fliegen. Wie das geht, erkläre ich euch jetzt anhand dieses Beispiels von Nolgo. Erstmal vor jedem Flug. Ihr habt ja einen Flugplan. Diesen Flugplan generiert entweder auf Simbrief oder sonst was. Und dazu habt ihr dann auch eine Star. Diese Star programmiert ihr schon am Anfang des Fluges oder während dem Reiseflug in euren Flugcomputer ein. Anschließend sucht ihr nach dieser Star in einer Chart. Hier nehmen wir das Beispiel von der Star Nolg 3A und hier gibt es nur eine Holding. Das bedeutet, wir nehmen nur eine Holding, die wir bearbeiten. Was ganz wichtig ist, dass ihr diese Gradzahlen euch aufschreibt. Wir fliegen mit 6 Grad rein und mit 186 Grad fliegen wir einmal in die andere Richtung. Doch wohl wissen wir, wann wir drehen sollen. Das zeigt uns dieser Punkt Nolgo hier an. Der Punkt Nolgo ist nämlich genau an dieser Schnittstelle, an der das Flugzeug anfangen soll zu drehen. Das bedeutet, wenn ihr den Punkt Nolgo erreicht, dann fliegt ihr einmal auf 186 Grad. Beim Rückflug geht das nicht mehr. Da müsst ihr dann ungefähr abschätzen, wie das geht, oder der Lotse sagt es euch dann. Dann dreht ihr wieder auf 6 Grad. Das gleiche funktioniert auch mit den anderen Punkten. Wie hier, dieses NDB. Wenn in eurem Flugcomputer angezeigt wird, oder in eurem Display, je nachdem wo das steht, wenn dort angezeigt wird, dass ihr euch von dem Punkt entfernt, in diesem Fall ist es der Punkt Elbe, dann müsst ihr auf 290 Grad drehen. Das bedeutet, es gibt zwei Arten, einmal Holdings mit Fixpunkten und einmal mit VORs und NDBs. Also, wenn ihr dann seht, wenn ihr euch entfernt, dreht ihr einmal ein.
Dazu habt ihr bei jeder Holding noch eine Nummer. Die steht hier. Das ist die Anzeige, wie hoch ihr bei diesem Punkt, bei dieser Holding sein dürft. Das sind in diesem Fall 4000 Fuß. Es kann sich natürlich auch ändern, wenn der Lotse euch das sagt. Aber in diesem Fall sollt ihr auf 4000 Fuß sinken oder steigen und sollt dann die Holding durchführen. Das funktioniert doch bei den anderen Holdings so. Hier habe ich zum Beispiel eine Transition. Und hier sieht man das gleiche wieder. Okay, das war's mit dem Thema Holdings. Jetzt würde ich mich gerne noch mit Missed Approach Procedures besprechen. Dazu gehen wir hier auf eine Arrival Card. Also das ist jetzt eine Arrival Card für nur eine Runway. Also es ist nichts genauer beschrieben. Also nur eine Runway. So. Die Karten sehen so aus. Die sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Ja. Erstmal zeige ich euch den Go-Around-Text oder den Missed Approach Procedure-Text. Der steht entweder hier unten irgendwo oder steht, wie in diesem Fall, hier oben. Ist immer so markiert, Missed APCH, also Missed Approach. Also, man soll erstmal steigen und dann auf den Punkt FU zu fliegen. Den kann man hier unten erkennen. FU. Das ist ein ADF. Das erkennt man daran, dass er keinen Punkt nach, also er hat keine Kommastellen. Wie dieser Punkt zum Beispiel. Der Punkt ALF hat eine Frequenz, die ist 115,8. Das hat dieser Punkt nicht, dieser Punkt FU. So. Dann ab D5 ALF muss man einmal drehen und auf das Hamburg VOA zufliegen. Das bedeutet, ihr leitet einmal eine Kurve ein und dreht dann so lange, bis ihr auf das Hamburg VOA zufliegt. Das geschieht in einer Höhe von 4000 Fuß. Danach könnt ihr den Anflug weiterführen. Hier sieht man noch eine Holding. Das bedeutet, falls ihr dann wieder ein Holding fliegen sollt, merkt ihr das hier. Und dann kann es sein, dass der Lotse euch wieder auf die Runway schickt. Das kann bei verschiedenen Punkten passieren. Ihr könnt euch auch bei Pisas auf die Runway schicken, was etwas knapp wäre, da der Punkt Pisas der Eingang des ILS ist. Deshalb könnte es wahrscheinlich sein, dass ihr zu diesem Punkt hier gelotst werdet. Übrigens kann man hier noch erkennen, was alles für Hindernisse auf diesem Weg sind. Hier ist es einmal so ein Radioturm und der ist 1000 Fuß hoch, beziehungsweise 983. So, das war's für dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man Holdings fliegt und Missed Approach Procedures durchführt. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dazu würde ich euch noch einmal bitten, hier oben gleich abzustimmen, ob ich erstmal zeigen soll in X-Plane, wie man die Holdings fliegt oder gleich das EVAU-Tutorial machen soll. Da bin ich mir aktuell noch unsicher. Und ja, einfach hier oben abstimmen. Erst das Holding-Tutorial, wie man ein Holding dann praktisch fliegt. Und danach dann das EVAU-Tutorial oder erst das EVAU-Tutorial und dann das mit der Holding. Hiermit bedanke ich mich dann bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Captain Dromjak.